herzlich willkommen zur 18. Episode meines Strickpodcasts Everything Fiber. Schön, dass du auch diese Woche wieder mit dabei bist. Und falls du neu hier bist, mein Name ist Christina. Ich wohne in Österreich und hier auf meinem Kanal, wie der Name schon sagt, Everything Fiber, dreht sich alles rund um Fasern. Ich stricke, ich webe, ich spinne, ich färbe und ich möchte euch alle 14 Tage ein bisschen etwas darüber erzählen. Diese Folge wird ein bisschen anders sein als die vorhergehenden, denn letzte Woche habe ich euch schon nichts Neues gezeigt zum Thema Stricken, weil ich einfach nicht dazu gekommen bin, irgendetwas weiterzumachen oder fertigzustellen, neu anzufangen. Und ich dachte mir, wenn ich euch diese Woche wieder alles zeige, das Gleiche, weil ich habe, wie gesagt, in den letzten 14 Tagen ganz wenig gestrickt. Ich habe ein bisschen an meinem Nerdschatzwetter weiter gestrickt, aber nicht viel und sonst eigentlich gar nichts gemacht. Ich habe mir überlegt, ich möchte jetzt das Video nicht einfach ausfallen lassen, nur weil es nichts Neues zu zeigen gibt. In den Kommentaren vom letzten Video hat auch jemand geschrieben, dass er das vollkommen okay findet, wenn jetzt nicht dauernd was Neues gezeigt wird oder so angefangen wird. Ich sehe das bei anderen Strickpodcasts. Ich wundere mich immer, wo die Zeit hernehmen. Die laden wöchentlich oder eben auch zweiwöchentlich Videos hoch und die haben immer irgendwas neu fertiggestellt, neu angefangen, neu gestrickt. Und ja, im Moment spielt mir da das Leben einen Streich und ich komme nicht wirklich dazu. Ich habe irgendwie mein Strickmojo verloren. Es kommt schon langsam wieder, aber ja, mal schauen, wie lange es dauert, bis das wieder so richtig mit jedem Tag ein bisschen was Stricken zurückkommt. Nichtsdestotrotz gibt es ein Video und ich habe mir überlegt, dieses Video werde ich ganz dem Spinnen widmen, denn die Spinnfreunde unter euch wissen vielleicht, im Moment findet parallel zur Tour de France die Tour de Fleece statt. Die Fahrradfahrer treten in die Pedale und die Spinner treten das Spinnrad. Gleichzeitig also wird eine Etappe gefahren, wird gesponnen. Bei Bergetappen, die halt bei den Fahrradfahrern ein bisschen schwieriger sind, wird dann geschaut, dass man sich dann zum Beispiel irgendwas vornimmt, indem man zum Beispiel doppelt so viel spinnt wie normalerweise. An den Ruhentagen wird dann auch geruht. Ja, und ich bin auch mit dabei wieder bei der Tour de Fleece. Da hinten steht mein Spinnrad. Ich zeige es euch dann auch noch. Ich blende euch auch ein Bild ein, was da gerade passiert. Und zwar, letztes Jahr hatte ich mir ein Tour de Fleece-Paket gekauft bei Wolmet Werve. Die sind in den Niederlanden zu Hause. Die hatte ein ganz tolles Paket zusammengestellt. Für jeden Tag ein kleines Päckchen mit Fleece zum Verspinnen. Mit ganz tollen Farben. Ich habe es auch hier vorbereitet, nur weiß ich jetzt nicht genau, wo ich das da hineingepackt habe. Ich schaue einfach. Genau, hier habe ich es. Ich habe nämlich letztes Jahr nicht alle versponnen und habe noch ein paar übrig, die zeige ich euch jetzt. Und zwar haben die so ausgesehen. Das waren immer so, ich glaube, 25 oder 20 Gramm Päckchen. Hopp, fallen wir jetzt runter. Die sind, damit ihr eine Vorstellung habt, wie viel das ist, also 25 Gramm sind ungefähr diese Länge. Also es waren ganz bunte Stränge dabei, ein paar, die auch, sage ich jetzt, in einer Farbrichtung, zum Beispiel hier, da haben wir eher Blautöne gefärbt wurden und ich habe die dann ein bisschen sortiert und farblich ein bisschen angepasst. Ich blende euch hier ein Bild ein, wie ich das gemacht habe. Ja. Wie gesagt, sind mir ein paar übrig geblieben. Leider haben sie heuer keines mehr angeboten, weil einfach die Nachfrage danach nicht gegeben ist. Also es gibt wenige Leute, die spinnen und auch anscheinend wenige, die bei der Tour de Fleece mitmachen und für sowas Bedarf ist. Vielleicht sollte man da ein bisschen Werbung machen, damit Spinnerinnen wissen, dass es da so etwas gibt, falls da Interesse ist. Also ich weiß aus der Facebook-Tour de Fleece-Gruppe und auf Ravelry ist auch eine Tour de Fleece riesengroße Community, dass es doch viele gibt, die spinnen und da auch
mitmachen. Und dieses Jahr habe ich dann eben darauf verzichtet, mir irgendein Tour de Fleece-Paket zu kaufen, weil ich einfach genauso wie ich irrsinnig viele Wollknäuel habe, auch ganz viele verschiedene Spinnfasern habe. Und die versuche ich jetzt während der Tour de Fleece so gut es geht zu verbrauchen. Und ich habe hier eines, also das, was ich mir jetzt vorgenommen habe, ich zeige euch, wie das aussieht. Das nennt sich Tanz der Flamingos. Das kommt in so einem, das nennt sich Bett daher. Ich mache das mal vorsichtig auf. Also es ist dieser Farbverlauf, ich finde den so wunderschön von dem Gelb in das Pink. Man kann es dann noch einmal öffnen und man kann es dann hier noch einmal links und rechts öffnen. Das sind 50 Gramm. Also wer ein 50 Gramm Wollknäuel, kennt ihr wahrscheinlich alle von der Größe, so viel Vlies wird da benötigt. Und ich habe lange überlegt, wie ich das verspinnen werde, ob ich das bunt mache oder den Farbverlauf nehme. Und ich habe beschlossen, ich werde mir da ein Farbverlaufgarn daraus machen. Ich habe 200 Gramm, also ich habe dieses 50 Gramm Bett, habe ich viermal. Und ich habe die einzelnen Farben getrennt. Ich hoffe, ich kann das jetzt da heraufnehmen. Also ich habe die einzelnen Farben getrennt. Hier ist zum Beispiel einmal das Rosa. Und dann gibt es hier noch dieses. Trennt sich das jetzt nicht mehr oder ist das schon getrennt? Oh ja, da ist es. Dann habe ich das bisschen dunklere Rosa und das noch, das mehr ins Pink gehende. Und je zwei von diesen Pads habe ich so geteilt und werde die in einem Verlauf verspinnen und den zweiten Teil dann auch und dann ein zweifädiges Garn machen, das dann einen schönen Verlauf gibt, eben von dem Gelb bis zu diesem Blass Pink. Und das ist eben aktuell auf meinem Spinnrad oben. Ich müsste nachschauen, ich weiß jetzt nicht, was das für eine Qualität ist. Wie gesagt, ich habe mich auf das Video ehrlich gesagt nicht vorbereitet. Ich habe jetzt einfach hier um mich herum hergelegt, was ich euch gerne zeigen möchte und erzähle euch einfach, was mir dazu einfällt. Also das ist das Tanz der Flamingos. Ich teile sie in diese einzelnen Stränge, sage ich jetzt einmal. Und diese, man nennt das, disse ich dann noch. Und dann ergibt sich ein dünner Strang und diesen verspinne ich dann. Und als Dis, ein Dis ist einfach die meisten verwenden eine Scheibe und da ist ein Loch drinnen und da wird dann einfach dieser Anfang wird durch dieses Loch, ich kann es euch gerne zeigen, ich zeige euch jetzt, was ich als Dis verwende, nämlich einfach ein Nadelmaß. Das sind eben verschieden dicke Löcher, die eben die verschiedenen Nadelstärken anzeigen. Und je nachdem, durch welches Loch ich jetzt da beginne, das zu fädeln, desto dicker oder kompakter wird dieser Strang. Also man fädelt den, ich schau mal, ob das jetzt funktioniert. Ich nehme jetzt einfach ein großes. Man fädelt das hier durch. Und dann zieht man an. Und wenn man merkt, oh, es geht nicht mehr, dann zieht man hier unten ein bisschen an. Ich hoffe, das sieht man jetzt am Video. Dadurch teilen sich die Fasern und dann kann ich wieder ein bisschen anziehen. Und so ergibt sich dann ein dünner Strang, der dann versponnen wird. Ja, wie gesagt, das mache ich jetzt mit diesen 200 Gramm. Das ist aber jetzt nicht das Einzige, was ich so an Spinnfasern hier herumliegen habe. Ich zeige euch was, aber ich möchte euch vielleicht einmal erzählen, wie ich zum Spinnen überhaupt gekommen bin. Eigentlich hat mich da meine Schwester dazu gebracht. Ich weiß nicht mehr ganz genau, wie das war. Aber sie hat gemeint, sie würde das gerne mal versuchen. Ich glaube, es war das Spinnen. Und ich habe gesagt, das Spinnen interessiert mich nicht so sehr. Mich würde eher das Färben interessieren von Wolle. Und irgendwie habe ich mich dann erkundigt. Mir ist dann das Spinnen nicht aus dem Kopf gegangen. Und ich habe dann einen Kurs gefunden in der Nähe von mir, will ich jetzt nicht sagen. Es waren doch 1,5, 2 Stunden Anfahrtszeit. Aber das war ein Ganztageskurs, eben Anfängerkurs Spinnen am Spinnrad. Das war, das fällt mir nicht ein. Ich glaube, Wollwerkstatt Myra. Nein, Myra ist es nicht. Ich verlinke es euch auf jeden Fall unten. Wie gesagt, verzeiht es mir, nicht wirklich vorbereitet auf dieses Video. Aber ich verlinke es euch bzw. blende es euch ein, wo ich diesen Kurs gemacht habe. Sie bietet immer noch Kurse an.
und habe mir letztes Jahr zu meinem Geburtstag mein erstes Spinnrad gekauft. Das war ein Ashford Kiwi, ein Doppeltritt. Das war mir wichtig irgendwie. Also ich hatte keine Ahnung, wie man ein Spinnrad bedient oder worauf man bei einem Spinnrad achten muss. Ich gebe es zu, ich habe dieses Spinnrad gekauft, weil es mir einfach von der Optik her sehr gut gefallen hat. Dieses Spinnrad ist dann angekommen, ich habe es zusammengebaut und habe dann einfach leer ein bisschen Probe getreten und habe mir gedacht, das dreht sich ganz gut, ganz leicht. Das ist ein tolles Spinnrad. Ich bin schon gespannt, wie das dann wird, wenn ich den Kurs gemacht habe, wenn ich dann gelernt habe, wie man mit dem Spinnrad umgeht. Und als Einstimmung auf das Spinnen habe ich mir Handspindeln gekauft. Und zwar bei Etsy. Ich verlinke euch den Shop auch unten. Das sind auch wieder ganz schön. Und zwar kann man sich, also es ist einfach ein Stab. Und unten ist, es nennt sich Wirtel, also dieses Teil hier ist der Wirtel. Den kann man auch runternehmen. Den gibt es in diesem Shop in verschiedenen Designs. Wie gesagt, ich habe mich wieder anfixen lassen. Türkis ist meine Farbe. Und den hier finde ich auch ganz schön, wenn man das sieht. Der hat hier so ein Muster. Ein bisschen nach Fokusmuster. Da sieht man auch noch ein bisschen von dem, was ich gesponnen habe. Also mit denen habe ich angefangen zu spinnen auf YouTube. Shanti Manu werden die meisten von euch kennen. Die hat ganz viele tolle Videotutorials zum Thema Spinnen mit Handspindeln, auch mit dem Spinnrad. Sie macht auch ganz tolle Webvideos, Färben. Also die ist auch querbeet, was Fasern betrifft, unterwegs. Und ich habe dann eben mit der Handspindel begonnen. Damit dabei war, das war so ein kleines Set, das ich mir da bestellt habe. Da waren auch Fasern dabei. Und das war mein erstes. Oder das ist mein erstes selbst gesponnenes Garn. Ich weiß nicht mehr, welche Zusammensetzung das ist. Ich habe das damals eben mit der Handspindel gesponnen und das dann in einen Karton eingespannt und so dann verzwirnt. Also gar nicht irgendwie mit einem Drall oder so verzwirnen, sondern einfach sich selbst verzwirnen lassen. Und es ist, ja, ihr könnt es natürlich nicht angreifen, aber es ist ein ziemlich steifes und raues Garn geworden. Das war so ein Gelbdings. Also das war mein allererstes Garn, das ich gesponnen habe. Ja, und dann bin ich eben zu diesem Kurs gefahren. Der war den ganzen Tag. Und dort haben wir also sie hat verschiedene Spinnräder gehabt. Ich glaube, wir waren sechs Teilnehmer und sie hat sechs verschiedene Spinnräder aufgestellt. Und jeder durfte dann einmal halt nur leer Probe treten bei den Spinnrädern. Es waren ein Tritt dabei, also Einzeltritt, Doppeltritt. Also Einzeltritt heißt, man hat nur einen Fuß und bewegt damit das Rad. Doppeltritt ist eben mit zwei Füßen bewegt man das Rad. Und wir durften dann alle Probe treten. Und ich bin dann schlussendlich bei dem geblieben, das sie eigentlich zu mir gestellt hat. Also ich weiß nicht, ob sie es, also sie schätzt die Teilnehmer irgendwie ein, kommen sie mit dem Rad zurecht oder nicht. Und zwar war meins ein Loué S10. Und mit dem habe ich dann gearbeitet. Und das war so schön zu treten. Das war so eine Leichtigkeit. Man muss, wenn man mit dem Spinnrad arbeitet, damit sich das Rad immer, während es dreht, immer einen kurzen Todpunkt überwinden. Ja. Eben wo die Pedale mit dem Rad verbunden sind, es gibt einen Punkt, das ist ein ganz kurzer Todpunkt. Und wenn man da den Schwung nicht, also dem Rad nicht wieder Schwung gibt, dann bleibt es dort stehen. Und beim Kiwi war der Todpunkt bisschen, also für mich am Anfang, wo ich noch keinen Vergleich hatte, war es für mich total okay. Aber nachdem ich dann den Kurs auf dem Loué gemacht habe und dann zurückgekommen bin zu meinem Kiwi, habe ich gemerkt, dass das Loué einfach viel, viel angenehmer zu treten war. Also dieser Todpunkt war überhaupt nicht zu spüren, bei meinem Kiwi dann schon. Also ich habe dann trotzdem mit dem Kiwi natürlich auch gesponnen. Ja. Und das Garn, das dort entstanden ist, das ist also das erste auf einem Spinnrad gesponnenes Garn. Das sieht so aus. Das ist eine Zusammensetzung von ganz vielen verschiedenen Garnen. Also sie hat verschiedene Fasern gehabt, damit wir auch die Unterschiede beim Spinnen merken, was sich leichter spinnen lässt, schwieriger spinnen lässt, womit tut man sich leichter. Wir haben dann auch mit der Kartiermaschine ein bisschen gearbeitet und konnten sich so ein kleines Bett zusammen kartieren. Und so sieht das eben aus. Also wenn man genau schaut,
Na, Fokus, komm. Es ist ziemlich ja, ungenau, einmal mehr Trall, einmal weniger Trall, einmal dicker, einmal dünner, aber für einen ersten Versuch doch relativ, sage ich jetzt einmal, okay. Es ist ziemlich rau, weil es Schafwolle ist, also 100%. Bei Schafwolle gibt es auch wieder Unterschied, Merino ist feiner und Bergschaf ist rauer, aber ich glaube, es ist jetzt, sage ich mal, Hausschaf, weiß ich nicht. Aber es ist ein gröberes Schaf, also gröberes Fasermaterial war das. Und ja, das ist das erste von mir mit dem Spinnrad gesponnene Garn. Ich habe dann auf meinem Kiwi relativ viel gesponnen. Ich kann euch hier eine kleine Auswahl von diesen, ich kann euch eigentlich alle von diesen Wollen, die ich hier gesponnen habe, zeigen, weil ich habe sie nicht wirklich weiterverwendet. Ich spinne sie, aber ich verwende sie nicht weiter. Ich habe keine Ahnung, warum. Irgendwie, bei manchen ist es mir einfach zu schade, weil sie mir super gut gefallen. Ich habe mit einem einen Tischläufer gewebt. Also ich habe dann, Webstuhl steht da hinten, einen kleinen Webstuhl, den ich da mir zugelegt habe, um eben meine selbstgesponnenen Garne zu verwerten. Aber es gibt ganz viele. Und ich zeige euch jetzt einfach mal, was es da so an selbstgesponnenen gibt. Bei manchen habe ich so Etiketten angebracht, dass ich weiß, woher das ist. Das ist zum Beispiel Hedgehog Fiber Club, März 2023. Das ist Rambouillet und sind 172,5 Meter. Sieht so aus. Sind so erdige Töne. Ist ein zweifach verzwirrendes. Also es werden zwei Fäden gesponnen, die dann miteinander verzwirnt werden. Sieht so aus. Ist auch wie noch sehr ungleichmäßig. Also es wird auch eins von meinen ersten Garnen gewesen sein. Das hier war, glaube ich, auch Hedgehog Fibers. Und zwar war das Tweed. Ein Tweed. Also Tweed gibt es nicht nur bei Garn. Natürlich nicht nur bei Garn, das waren ja vorher auch Fasern, sondern man kann auch Tweedfasern kaufen und dann verspinnen. Das sieht so aus, das ist sehr weich, das Garn. Aber da zum Beispiel habe ich jetzt keine, jetzt hat sich da die Handspindel verfangen drinnen. Da habe ich jetzt zum Beispiel kein Etikett drauf, wie lang, wie was. Oh, das war jetzt die Handspindel, die sich da verabschiedet hat. Und dann habe ich zum Beispiel noch dieses Garn hier. Da kann ich euch noch zeigen, da habe ich gerade vorhin gefunden, wie das als Fasern aussieht. Ich hoffe, man kann das erkennen. Das sind so Orangetöne, es ist ein bisschen hellblau dabei, lila, dunkel, dunkelrot. Und das, ich bin mir jetzt nicht sicher, aber ich glaube, das ist dreifach verzwirrend. Also da spinnt man drei Fäden. Drei einzelne Fäden, die dann miteinander verzwirrend werden. Also es ist tatsächlich dreifach verzwirrend. Es gibt noch eine andere Art, die auch eine Art Dreifachverzwirnung ergibt. Das nennt sich Navarro-Verzwirnung, glaube ich, heißt das. Da hat man eigentlich nur einen Faden. Und für die häkeln, es ist ähnlich, man hat eine große Schlaufe und man nimmt immer eine Schlaufe und lässt aber die Schlaufe ganz lang und hat damit immer dann drei Fäden, die sich miteinander verzwirnen. Eigentlich ist es ein einfädiges, weil ja nur ein Faden verwendet wird, aber von der Optik her schaut es aus wie dreifädig und das ist dreifädig versponnen. Und so hat das Bett dazu ausgeschaut. Also das sieht man, ich mache es einmal auf. Das ist kartiert. Mit verschiedenen Farben und das ist die Wolle dazu. So ergibt sich das Ganze dann. Also ich bin eher eine, die immer sehr, ich zeige es euch mal, was ich noch mal sehen kann, sehr dünn spinnt. Ich habe es noch nicht geschafft. Ich will immer ein bisschen dicker werden, aber ich schaffe es einfach nicht. Normalerweise ist eher das Gegenteil der Fall, dass jemand immer dicke Stränge spinnt und nicht dünn wird. Und bei mir ist es eher umgekehrt. Ich bin immer extrem dünn und will eigentlich dicker werden. Ja. Noch eine kleine Auswahl von. Und ich habe auch, wie ihr seht, immer dicke, viele schwere, lange Stränge. Das hier zum Beispiel, das ist, glaube ich, das ist ein dreifach verzwirrendes. Das ist
Gelb, Orange und Pink. Da habe ich mir am Anfang auch anders vorgestellt, wie das ausschauen wird. Und das schaut aber jetzt im Endeffekt ganz anders aus. Also man erkennt das Pink und das Orange fast gar nicht. Aber es ist ganz dezent und auch eine Riesenmenge. Da habe ich, glaube ich, auch aufgeschrieben. Genau, da habe ich zum Beispiel, das ist Blue Faced Leicester. Das sind 580 cm auf 300 Gramm. Ja, 500, also 600 auf 300 Gramm, also 200, also Sockenqualität. 200, oder nein? Noch einmal, 600 auf 300, also genau, 100 Gramm sind 200 Meter. Wobei Socken ist 100 Gramm 400 Meter, also es ist nicht ganz Socke, aber viel davon, wie gesagt, nicht verwendet. Das hier finde ich zum Beispiel auch besonders schön. Das ist ein ganz ein buntes Garn geworden. Was mich auch immer fasziniert ist, man hat dieses Bett, diese Fasern, die gefärbten, und man weiß dann eigentlich nicht, wie das dann draus wird. Das ist zum Beispiel ein Tour de Vlise von letztem Jahr, Garn. Da habe ich eben die Blautöne rausgesucht aus diesen kleinen, also nicht alle, ein paar, da habe ich noch welche, aber aus diesen kleinen Fasern. Das ist Tour de Vlise. Das ist, glaube ich, selbst gefärbt. Da habe ich lila, nicht lila, Türkis, ein Gelb und ein Ocker miteinander versponnen. Das hier war meine erste Selbstfärbung an Fasern. Ich schaue, ob ich ein Bild finde, dann kann ich es euch einblenden, wie das ausgesehen hat als Strang. Da war ich sehr überrascht dann von dem Ergebnis, wie das dann fertig war. Das habe ich mir auch gar nicht vorstellen können. Und ich finde es aber irrsinnig schön von den Farben her. Na, ach komm, ja, irgendwie mag der Fokus heute nicht. Das sind so erdige Töne. Braun, Orange, Rosa. Also wie gesagt, das war mein erstes selbstgefärbte Fasern, die ich mir selbst gefärbt habe. Da habe ich wieder einen Zettel dran, was es ist. Das ist 100% Merino. Das sind 200 Gramm und 400 Meter. Das sind so Gelbtöne, Grüntöne miteinander verzwirnt. Also ich verzwirne fast immer zweifach. Ganz selten, dass ich dreifach verzwirne, einfach weil man dann drei Stränge spinnen muss. Das ist zum Beispiel Wollmetwerve, September 2023 Club. Das ist Corriedale, 100 Gramm, 300 Meter. Das sind auch so, das ist Bright and Quirky, heißt die Färbung. Also es gibt immer eine Moody und eine Bright and Quirky. Und dies ist die Bright and Quirky. Sieht auch immer ganz anders aus, als es dann, also als Fasern, wie es dann im Endeffekt ist. Und zwei habe ich noch. Das eine ist hier so ein lilanes. Und das ist ein kleineres Stückchen. Ich glaube, da habe ich Reste versponnen. Ja, das sind meine Fasern. Und ich habe hier noch eines. Muss ich kurz da herüber. Das habe ich erst letztens versponnen. Das finde ich auch wunderschön. Das ist von Hedgehog Fibers. Ich mache es einmal auf. Es ist ein ganz buntes und das ist auch sehr weich. Also es ist ganz bunt geworden. Auch doppelt verzwirrend. Da habe ich gegengleich verzwirrend und gesponnen. Also ich habe die Farben getrennt, als Beispiel rot, grün, blau. Habe dann den einen Strang rot-grün-blau gesponnen, den anderen blau-grün-rot. Also in der Mitte hat sich dann ein bisschen getroffen. Und im Endeffekt haben sich dann aber die Farben eben schön verteilt und sind miteinander dann verzwirrend worden. Also auch finde ich, ein sehr schönes Garn. Und ja, ich muss noch schauen, dass ich ein bisschen gleichmäßiger werde. Wenn ich spinne, komme ich immer in so einen Trott hinein und ich werde dann mit den Füßen immer schneller und komme aber mit den Händen nicht nach, beziehungsweise denke ich wieder, langsamer treten, dann trete ich langsamer, dann tue ich aber auch mit den Händen langsamer, was im Endeffekt aber nicht wirklich eine Anpassung ist, weil ob ich jetzt schnell mit den Händen bin und schnell trete oder langsam trete und langsam mit den Händen bin, im Endeffekt ergibt es das gleiche Garn.
Ja, also das ist etwas, worauf ich jetzt bei der Tour de Vlies 2024 achte, dass ich da konstanter spinne, dass ich in einen Rhythmus komme, den ich dann auch beibehalten kann. Und auch, dass ich gleichmäßig ausziehe, dass das Garn gleichmäßig wird. Ich habe noch manchmal Stellen, die dann ein bisschen dicker werden. Meistens fange ich ganz dünn an beim Spinnen und werde dann ein bisschen dicker mit der Zeit. Und wenn ich dann Pause mache und wieder anfange, dann ist es wieder dünner und wird dann wieder dicker. Und so geht das dann immer dahin, dick, dünn, dick, dünn. Und ich möchte halt da gerne ein bisschen konstanter werden. Für alle, die sich jetzt wundern, dass da hinten ist kein Kiwi, von dem ich da die ganze Zeit spreche. Das Kiwi habe ich dann letztes Jahr verkauft, habe mir aber vorher das Schacht Sidekick geholt. Das ist ein Reisespinnrad. Man kann das ganz klein zusammenfalten und theoretisch mitnehmen. Aber es hat nicht nur den Vorteil, weil es klein ist, dass man es mitnehmen kann. Man kann es auch, wenn man es nicht braucht, verstauen. Das war mein Hintergedanke am Kauf dieses Spinnrads. Ja, seit ich es habe, steht es. Es ist noch nie weggepackt worden, irgendwie kompakt. Vielleicht ein Tipp, wenn jemand überlegt, sich ein Spinnrad zu kaufen. Also ich habe zum Beispiel bei dem, bin ich jetzt auch wieder mal nach der Optik gegangen. Türkis ist einfach meine Farbe und eben auch, weil es kompakt ist. Aber wer sich überlegt, ein Spinnrad zu kaufen, immer schauen, was kosten die Zubehörteile, die man dazu braucht. Zum Beispiel beim Kiwi kostet eine Extraspule, wenn man jetzt mehrere Spulen möchte, weil man halt mehr spinnt und nicht zum Verzwirnen kommt. Ich glaube, eine Extraspule kostet so um die 20, 25 Euro, wenn man da eine dazu haben will. Bei diesem Schacht kostet die Originalspule, glaube ich, gut 80 Euro. Also das ist schon ein Mehr, dass man dann investieren muss. Ich habe dann Gott sei Dank in einer Gruppe jemanden gefunden, der, ich glaube, 10 Spulen verkauft hat um 450 Euro. Immer noch eine Menge Geld, aber um einen halben Preis eigentlich, wenn man sie neu kauft. Und jetzt habe ich jede Menge davon. Also das vielleicht auch immer überlegen, wenn man sich ein Spinnrad kauft, welche Folgekosten könnten auftreten, weil man bleibt dann nicht nur bei dem Spinnrad, man möchte dann noch ein bisschen Zusatz haben oder anderes Zubehör für Artgarn zum Beispiel oder eben wenn man besonders dünn will, einen schnelleren Wirtel, schnellere, na wie sagt nicht Wirtel, wo der Faden drüber läuft. Also es gibt da viel Zubehör und mein Tipp, wenn man ein Spinnrad sich zulegt, immer schauen, was kostet dieses Zubehör. Das sind doch viele oder hohe Preisunterschiede für eigentlich ein und dasselbe Ding. Eine Spule ist eine Spule. Ob sie jetzt für dieses Spinnrad ist oder dieses Spinnrad, es bleibt eine Spule. Aber wie gesagt, da gibt es irrsinnige Preisunterschiede. Ich habe euch jetzt meine Garne gezeigt und um ein Garn zu spinnen, braucht man natürlich Fasern und da habe ich auch einiges liegen. Also ich habe euch schon mein Tour de Vlies Garn gezeigt. Das habe ich von einem Etsy-Shop. Ich verlinke euch den unten. Damit ihr seht, also damit ihr überall wisst, wo ich das herbekomme. So, ich greife jetzt da einfach herunter, nehme was heraus und erzähle, was ich dazu erzählen möchte. Dieses Set hier habe ich mir auch auf Etsy gekauft. Das sind 10 verschiedene Wollproben, je 20 Gramm. Also es ist Rambouillet, Poolworth, Merino, Corriedale, Falkland, Blue-Faced Leicester. Southdown finnische Wolle, Shetland und Neuseeland Wolle. Und das ist ein Set, das finde ich ganz praktisch, damit man sieht, wie verspinnt sich die Wolle, weil jede Wolle ist unterschiedlich. Ist sie rauer, hat sie längere Fasern, kürzere Fasern und je nachdem lässt sie sich leichter oder schwerer verspinnen, wobei das natürlich auch von Person zu Person verschieden ist. Manche tun sich mit kurzen Fasern leichter, andere wieder mit längeren Fasern. Habe ich auch schon eine Weile hier liegen und bin noch nicht dazu gekommen, das zu testen. Ich möchte es vielleicht auch noch färben, damit das nicht jetzt ein ganz weißer Strang ist. Oder vielleicht lasse ich es auch einfach weiß. Weiß ich nicht. Ich verlinke euch auch unten wieder, wo ich das Set her habe. Da gibt es noch mehrere Sets. Ich glaube, es gibt 3 oder 4 verschiedene, wo immer je 10 verschiedene Proben von Wollen drinnen sind. Dann habe ich hier ein selbstgefärbtes Experiment. Das werde ich wahrscheinlich irgendwann jetzt als nächstes verspinnen, damit man sieht, was daraus wird.
Also dann, da habe ich ein, ich glaube, das war eine Glasfärbung. Da gibt man einfach das heiße Wasser in ein Glas, dann tut man unten die erste Farbe hinein, stopft ein bisschen was von der Faser hinein, dann gibt man die zweite Farbe drauf, stopft wieder Faser hinein und so weiter und so weiter. Und ergibt sich natürlich dann verschiedenste Muster. Also wie gesagt, das ist eine Selbstfärbung von mir und die werde ich demnächst verspinnen und dann zeige ich euch, was daraus geworden ist. Bin ich schon gespannt. Die meisten Fasern, die ich kaufe, sind entweder von Etsy, wobei eher selten. Und meine Go-To sind Woll met Werve, die in Holland sitzen, und Hedgehog Fibers. Die sitzen, glaube ich, in Irland. Beides für mich gut, weil beides EU und somit spart man sich den Zoll oder lange Versandwege, sage ich jetzt mal. Woll met Werve und auch, warum sage ich immer Woll met Werve, sage ich immer. Woll met Werve. Als auch Hedgehog Fibers bieten Clubs an, Faserclubs, das heißt, man meldet sich an. Ich glaube, für 3 Monate muss man sich da mindestens anmelden. Und dann bekommt man eben bei Woll met Werve, kann man sich aussuchen, ob man. Aber ich glaube, bei Hedgehog Fibers ist es genauso, ja, dass man alle 3 auf einmal zugeschickt bekommt. Man spart sich natürlich dann Versandkosten. Bei Hedgehog Fiber werden sie dann auch noch in, sagt man da, undurchsichtigen Verpackungen verpackt, sodass man wirklich, wenn man das jetzt monatlich öffnen möchte, nicht schon vorher sieht, was ist drinnen, sondern wirklich überrascht ist, wenn man diese Fasern aufmacht. Und ich habe einiges, also bei Woll met Werve, ich werde es nicht lernen. Vielleicht, wenn ich es jetzt noch ein bisschen öfter sage, dann schaffe ich das auch irgendwann einmal fehlerfrei. Und auch bei Hedgehog Fiber habe ich beide schon die Clubs gekauft. Und da hat sich einiges angesammelt. Also ich zeige euch jetzt einfach mal Woll met Werve, was ich da habe und was das ist. Das ist zum Beispiel Corydale. Das sind je 100 Gramm, glaube ich, sind das. Genau, 100 Gramm. Das sind so lila Töne. Ich hoffe, das spiegelt jetzt nicht so sehr. Ich kann es natürlich auch aufmachen und ein bisschen zeigen. Das sind so braun und lila Töne. Das war ein Club. Dann habe ich hier eins, das sind eher so, finde ich auch sehr schön, grün, rosa, orange. Töne, das ist auch Corydale, 100 Gramm. Dann ein ganz buntes, Rot und Rosa Töne, ist auch Corydale. Also Woll met Werve verwendet hauptsächlich Corydale bei den Färbungen. Das sind so Pink und Rot und Lila Töne. Also ihr seht, ich habe einiges an Fasern hier liegen. Das sind hier Blau und Lila Töne, ist auch Corydale, sind je 100 Gramm. Und sage ich mal, sind auch relativ günstig, die Woll met Werve. Wunderschöne Farben, wunderschöne Färbungen, wunderschöne Fasern und eben wie gesagt relativ günstig. Und ein letztes habe ich noch von Woll met Werve. Das sind solche Beige-Töne. Auf das bin ich auch schon gespannt, wenn das versponnen. Gespannt, wenn es versponnen ist. Das ist auch eine nette Wortwahl. Sind auch wieder 100 Gramm und ist auch wieder Corydale. Von Hedgehog Fibers habe ich auch noch ein paar. Die sind jetzt, wenn man sie mit Woll met Werve vergleicht, ein bisschen kostspieliger. Sind aber auch wunderschöne Farben und man kann zwischen mehreren Fasertypen wählen. Das hier ist zum Beispiel 75% Kormo und 25% Alpaka. Wenn ich es jetzt aufbekomme, kann ich es euch zeigen. Das sind eben. Bisschen Neon ist dabei, lila, blau, grün. So sieht das aus. Das ist jetzt von Hedgehog Fibers, die Fasern. Dann habe ich hier, da steht nichts drauf. Ah, das sind so Farbverlauf eigentlich. Ist das genau von ganz, ganz wild pink bis beige. Also da spinnt man dann einen Farbverlauf in diesen vier Arten. Der ist, glaube ich, auch noch von Woll met Werve, nicht von Hedgehog Fibers. Ich glaube, die haben diese Farbverläufe gehabt. Jetzt stecke ich das da noch einmal rein.
Und das ist wieder Hedgehog Fibers. Das ist super fein Merino, 70% und 30% Kaschmir. Das ist super weich. Oh. Da bekomme ich gleich wieder Lust, das zu spinnen. Das sind auch wieder, sind ähnliche Farben wie das vorherige. Bisschen Neon, also von jeder Farbe ist da etwas dabei. Ja, und hin und wieder kaufe ich dann auch bei, wenn ich auf Facebook oder irgendwo sowas sehe, an Verkauf. Da habe ich auch noch ein paar, die habe ich noch nicht versponnen. Das ist zum Beispiel Merino. Sind von Mollreinheit. Die habe ich zum Beispiel gebraucht. Also gebraucht. Die hat sich jemand gekauft und hat sie dann weiterverkauft, weil er sie einfach nicht verspinnt. Und die letzten Fasern, die ich dann noch habe, sind, glaube ich, auch von Wollreinheit. Da habe ich zwei, ja genau, zwei von diesen hier. Die habe ich euch auch schon in einem anderen Video gezeigt. Ist 70% Schurwolle, 15% Viskose und noch einmal 15% Viskose. Okay? Gut. Steht zumindest da hinten so oben. Ja, auch. Da steht auch 70 Schurwolle, 15 Viskose, 15 Viskose. Und diese Farbe hier noch. Sind auch ganz tolle Farben. Ja, das waren meine Fasern. Meine selbst gesponnenen Wollen. Ich komme, wie gesagt, eigentlich denkt man, dass man im Winter, also früher hat man, glaube ich, im Winter eher Wolle gesponnen, weil man einfach die Zeit hatte, wenn die Arbeit getan war. Ich liebe es, auf meiner Terrasse zu sitzen. Und in den Kommentaren hat mir auch jemand geschrieben, dass sie mich bewundert, dass ich es aushalte, in der Hitze draußen auf der Terrasse zu sitzen und zu spinnen. Dazu muss man sagen, meine Terrasse ist ungefähr 5x5 Meter und die Hälfte der Terrasse ist ganzen Tag im Schatten. Also da kommt keine Sonne hin. Was die Temperaturunterschiede zwischen Schattenseite und Sonnenseite der Terrasse im Sommer extrem macht. Also das sind sicher 10 Grad Unterschied. Das heißt, wenn es draußen 35 Grad hat, hat es auf der Terrasse, unter Anführungszeichen, auf der Schattenseite angenehme 25 Grad. Und dort sitze ich dann. Also ich sitze nicht den ganzen Tag in der prallen Sonne und spinne. Das würde ich, glaube ich, gar nicht aushalten. Also ich bin schon eine Sonnenanbeterin, das muss ich zugeben. Aber so viel Sonne dann auch nicht, weil ich sitze dann wirklich oft 2-3 Stunden und spinne vor mich hin. Da bin ich dann im Tunnel weg. Das ist einfach abschalten. Also da denke ich auch über gar nichts nach, weil ich einfach konzentriert bin mit Treten und Auszug. Also das finde ich, ist eine Art Yoga für mich. Ich entspanne da total und kann abschalten, wenn ich spinne. Ja, das war's zu meiner Spinngeschichte. Ich hoffe, es war interessant für euch und ihr konntet euch ein bisschen was mitnehmen und euch hat gefallen, was ich zu zeigen hatte. Ich freue mich natürlich wieder über jeden Kommentar. Gute Kommentare natürlich auch, ich will jetzt nicht sagen negative, aber ich bin offen für, wie sagt man, nicht Kritik, sondern, ja, fällt mir jetzt nicht ein. Also ihr könnt ruhig schreiben, was euch an den Videos nicht so gefällt, was ich besser machen könnte, was ihr gerne mehr sehen wollen würdet. Ich hoffe, in meinem nächsten Video, das in 2 Wochen dann online geht, gibt es wieder mehr zu zeigen, dass ich wieder etwas, dass ich was weiter stricke oder wieder vielleicht was Neues anfange. Wie gesagt, im Moment habe ich meinen Strickmojo komplett verloren und ich hoffe, ich finde es bald wieder. Ja, hinterlasst mir den Kommentar gerne, woran ihr arbeitet, während ihr mein Video schaut. Ich habe jetzt auch kein YouTube vorbereitet. Also ich habe immer die letzten 2 Videos am Ende einen Kanal vorgestellt, den ich mir anschaue, während ich arbeite. Ja, beim nächsten Video hoffentlich wieder back to the roots und alles auf wie gewohnt. Aber ein bisschen Abwechslung muss auch sein. Und ich hoffe, euch hat das gefallen. Gerne ein Like hinterlassen und auch meinen Kanal abonnieren, wenn euch gefällt, was ihr seht, damit ihr kein Video mehr versäumt. Meine Videos gehen online immer alle 14 Tage, freitags um 13 Uhr, wobei, wenn ich da auf die Uhr rüberschaue, es ist jetzt 12.18 Uhr freitags. Das Video sollte also in nicht ganz einer Dreiviertelstunde online gehen, was ich wahrscheinlich nicht schaffe, weil ich muss ja noch schneiden und
die Bilder einfügen, die ich ja versprochen habe, dann das Video hochladen, den Text schreiben und pipapo. Also um 13 Uhr wird sich wahrscheinlich heute nicht ganz ausgehen. Wobei ich sagen muss, ich habe jetzt vielleicht doch, ich habe mir jetzt schnelleres Internet gegönnt, denn meine YouTube-Videos haben circa ungefähr 3-4 GB und brauchen beim Hochladen bis jetzt immer 3-4 Stunden. Also es ist echt mühsam. Manchmal geht es schneller, dauert es nur 2 Stunden. Und ich war letztens, ich glaube die vorletzte Folge oder vorvorletzte Folge, war ich auswärts und habe dort das Video hochgeladen und es war eine Viertelstunde. Ich war total perplex, dass das auch so schnell geht, weil ich es ja von zu Hause aus nicht anders gewohnt bin. Und jetzt habe ich schnelleres Internet geholt und das sollte jetzt eigentlich dann auch recht zackig hochladen gehen. Ich bin schon gespannt, wie lange das Video dauert. Wie gesagt, bisher haben es immer zwischen 2, wenn es ganz schnell war, und 3-4 Stunden gedauert. Aber vielleicht geht es heute schneller. Ich halte euch jetzt nicht länger auf. Ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ich wünsche euch einen schönen Tag, schönen Abend, schönen Morgen, Mahlzeit, je nachdem, wann ihr mein Video anschaut. Und bis bald. Tschüss.